Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es Kinderüberraschung in der Maxi-Version. Das Riesenei haben wir schon getestet. Das Maxi-Ei gibt es natürlich auch. Auch in so einem winterlichen Aufsteller habe ich das mitgenommen aus dem, muss ich es ja immer mal überlegen, aus dem Rewe habe ich es mitgenommen. Da gab es so einige Überraschungseier. Da gab es einmal das Kinderüberraschungsei hier Maxi in Blau. Da gab es auch nochmal in Rosa. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Was im Riesenei drin ist, wisst ihr ja mittlerweile, da war was vom Batman drin, also aus dem DC-Kosmos. Ob hier irgendwas Weihnachtliches drin ist, ich bin gespannt. 3,59 € hat es gekostet, 100 Gramm Kinderschokolade gibt es dafür und eine Überraschung im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich keine Ahnung habe, was hier wohl drin ist. Die Schokolade braucht zum Aufbrechen die passende Temperatur und sie hat sie tatsächlich jetzt erreicht. Und dann klappt das auch so perfekt. Wenn es zu kalt ist, zersplittert es. Wenn es zu warm ist, dann quetscht es. So. Erstmal die Schokolade gönnen. Noch ein bisschen Spannung reinbringen in das Video. Ja, komm, noch 2 Minuten aufhören, wäre auch ein bisschen scheiße. Wobei, ich brauche wahrscheinlich 3 Minuten, bis das Ding hier aufgebaut ist, wenn es hochgerechnet ist. Die Schokolade ist für mich immer eine 10 von 10 und ein schöner Trost. Vor allen Dingen, wenn da jetzt gleich irgendein Kack drin ist, den ich nicht mag. Aber schauen wir mal, Geschmäcker sind verschieden. Die Farbe. Eigentlich sagt ja dieses dunkle Orange immer, dass irgendwas Geiles drin ist. Und ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe doch hingeguckt. Ich weiß, was drin ist. Und ich habe, glaube ich, hier auch den Hauptgewinn. Okay. Das sieht jetzt tatsächlich eher aus, wie sieht es aus, ihr Lieben? Na, es sieht aus wie der Tod. Der ist es aber nicht. Das kann ich euch sagen. Es ist nicht der Tod. Es wird hier nicht so morbide, sondern es ist was super Süßes. Und ich habe es hier drin und ich finde es sehr gut. Schaut mal. Ja, genau. Es ist ein Pinguin. So. Und den werde ich jetzt hier mal... Ja, das kann ja nicht so schwer sein, den zusammenzubauen, oder? Das kriegt doch ein Kind hin. Dann kriege ich das ja auch hin. So. Ja. Und ich habe es geschafft und der Pinguin steht sogar auf einer Eisscholle hier. Und die kann sich sogar bewegen und vermutlich wackelt der. Oh mein Gott, das muss ich euch jetzt mal gleich in Großaufnahme zeigen. Der macht irgendwas Cooles, ich schwör's. Ich habe es gesagt, der macht irgendwas Cooles und schaut mal. Der wackelt. Ich flipp aus. Der klemmt hier ein bisschen, weil der Tisch zu glatt ist. Aber im Prinzip finde ich das saumäßig geil. Wie cool ist das denn? Schaut euch das mal an. Von hinten, von vorn, von unten. Das ist ein richtig süßer Pinguin hier. Mit seinem Sonnenschirm oder was das ist. Und einer Badematte. Ich finde es genial. Wie süß ist das denn? Schaut euch das mal an. Die Pinguine haben Spaß. Ich habe Spaß. Ich finde, das ist eine richtig süße Überraschung. Also mir gefällt es super gut. Ehrlich. Auf einer Skala von 1 bis 10. Für den Spiel- und Spaßfaktor, mich hat es gecasht. Ich weiß, Geschmäcker sind verschieden. Aber der Pinguin, der so lustig wackelt hier, der bekommt von mir volle 10 Punkte. Ich feiere das. Wer hätte das gedacht? Kinder Maxi-Ei sorgte für maximale Freude bei mir. 10 Punkte dafür. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. So ist es nun mal. Daumen nach oben. Ihr könnt es am Lächeln sehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.